Hallo zusammen. Ich dachte mir, ich rede heute mal ein wenig über Geld. Warum? Weil ich etwas aufklären möchte, was so ein bisschen verloren gegangen ist im jetzigen Weltgeschehen. Und zwar möchte ich, okay, für das Beispiel gehen wir mal ein bisschen zurück. Das Jahr 1000. Ihr seid ein Müllersmann. Und es gibt kein Geld. Also, worin bezahlt ihr eure Lehrjungen? Ihr bezahlt eure Lehrjungen mit Mehl. Das heißt, eure Lehrjungen latschen mit dem Mehl durch die Gegend und tauschen das Mehl gegen ja, Kartoffeln, Karotten, Fleisch, Kohl, Fisch, was auch immer die gerade zum Leben brauchen. Jetzt kommt allerdings das Problem. Ihr als Müller wollt irgendwas total Cooles kaufen, zum Beispiel ein neues Haus. Aber der Typ, dem das Haus gehört, will nicht so viel Mehl haben. Da ist schon mal doof. Das heißt, Tauschhandel funktioniert nicht, wenn man einen größeren Wert kaufen, also etwas in einem großen Wert kaufen möchte, aber der andere die Tauschwaren im Gegenwert nicht akzeptiert. Das heißt, ihr wollt ein Haus kaufen, aber der andere hat keinen Bock auf 5 Tonnen Mehl. Dasselbe Problem habt ihr allerdings, wenn ihr etwas sehr Teures habt. Wenn ihr zum Beispiel ein Viehhirte seid und eine Kuh bekommt am Ende eurer Lehrzeit, dann geht ihr mit der Kuh einkaufen. Ihr verteilt da ein bisschen von der Kuh und kriegt Kartoffeln, ihr verteilt da ein bisschen und kriegt Kohl, ihr verteilt da ein bisschen und kriegt Fisch. Und am Ende habt ihr immer noch mehr als eine halbe Kuh übrig. Das Problem ist, die halbe Kuh vergammelt irgendwann. Ja, ihr seht, worauf ich hinaus will. Tauschhandel ist nicht so wirklich was, wenn der andere keinen Bock auf eure Waren hat. Oder wenn ihr zu viel von eurer Ware habt, dass ihr die loswerden oder selber fressen könnt. Oder wenn eure Waren relativ schnell verderben. Also hat sich irgendein schlauer König gedacht, ich führe Geld ein. Das hatten die Römer schon, das kann ich ja auch wieder einführen. Das heißt, ihr verteilt überall kleine goldene und silberne Münzen. Und durch euren königlichen Segen sind die auf einmal was wert. Und zwar durch das Versprechen, wenn ihr einem Händler diese Münzen gebt, kriegt ihr was im Gegenwert der Münzen. Und wenn nicht, dann holt meine Wachen und die werfen den Händler in den Knast. Das heißt, das Versprechen des Königs erzeugt einen Wert. Genauso ist es mit dem heutigen Geld. Abgesehen vom Materialwert, der in der Regel niedriger ist als der eigentliche Wert der Münzen, haben wir hier irgendwelche Papierscheine, zum Beispiel diesen schönen braunen 50-Euro-Schein, der nur etwas wert ist, weil die EU-Regierung sagt, der ist was wert. Also ich handle im Grunde mit einem Versprechen. Wenn allerdings die Regierung gestürzt wird oder die neue Regierung die Währung nicht mehr unterstützen würde oder wenn die Währung geändert wird, dann ist der Wert futsch. Und wer mir nicht glaubt, kann ja versuchen, mit Rubel in Deutschland was einzukaufen. Das funktioniert nur in sehr wenigen Fällen, weil das Versprechen, der Rubel ist ganz sicher was wert, nun mal nicht unbedingt immer angenommen wird. Aber mit Euro könnt ihr in ganz Deutschland in Ruhe einkaufen, das ist kein Problem. Das heißt, wir haben jetzt erstmal festgelegt, Geld hat keinen eigenen Wert. Sind wir uns da alle einig? Geld hat nur den Wert, den der Staat festlegt und wo der Staat sagt, damit kannst du was im Gegenwert kaufen. Okay, gut. Welchen Sinn jetzt Banken haben oder die Börse allgemein, können wir irgendwann anders nochmal besprechen. Oder ihr schreibt in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ja, das war's mit meinem kurzen Gelaber. Ich hoffe, das Standbild stört euch nicht. Und ja, ich melde mich irgendwann mal wieder.